Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann freuen sich, dass Sie zu Hause dabei sind und wir werden dieses Spiel für Sie kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. RB Leipzig gegen FC Barcelona. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Pass wird abgefangen. Oh, nur Mascherano. Kane. Da ist die Chance. Gehalten von Lopez, immer noch gefährlich. Sie bleiben im Ballbesitz nach dieser tollen Parade. Und es war wichtig, dass sie danach setzen, dass sie es nochmal versuchen. Im Nachschuss das Tor. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Tabsoba, Moise Kean. Fabian. Jetzt vielleicht. Tor, da ist es. Richtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Die Wiederholung dieses Treffers und wir sehen, muss kämpfen, bleibt aber am Ball. Und dann dieser nervenstarke Abschluss. Das ist ein schönes Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Harry Kane. Kean. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Januszaj. Cristante. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ja, geht gut dazwischen. Harry Kane. Die Riesenchance. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kane, den muss er machen. Gut verteidigt. Cristante. Javi Mascherano jetzt. Moise Kean. Ball jetzt bei Harry Kane. Kane, den muss er machen. Schöner Einsatz, kann klären, es gibt Eckball. Lopez hält, Ball ist noch im Spiel. Immer noch gefährlich, die Chance. Wir hören den Pausenpfiff und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Mit einem deutlichen Rückstand geht der FC Barcelona in die zweite Hälfte. Der Ball rollt wieder. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ganz spannende Szene. Gute Aktion vom Torhüter. Oh, kein Tor. Was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Ducouré. Januszaj. Mascherano geht dazwischen. Kean. Harry Kane. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Jetzt sind sie hier schon mit drei in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Wir schauen uns das Tor nochmal an. Hat es da natürlich nicht einfach, muss den Körper einsetzen, bleibt aber am Ball und drin das Ding.
Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Doucouré. Fabian. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, da ist Platz jetzt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Giacomo Raspadori. Janusai. Abdullah. Was macht er draus? Da passt er auf. Ball geklärt. Vinicius Junior. Er bekommt Hilfe. Harry Kane. 3 Minuten sind's noch. Ball jetzt bei Harry Kane. Die Gelegenheit. Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Capdevila. Da kommt der Schlusspfiff. Damit hat RB Leipzig dieses Spiel also gewonnen. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klares...